Die Aldi-Erben Michael Otto oder die BMW-Geschwister Quandt. Wenn es um die reichsten Familien Deutschlands oder Europas geht, tauchen ihre Namen häufig in den Top-10-Listen auf. Doch es gibt eine Familie auf unserem Kontinent, die reicher ist, als man es sich überhaupt vorstellen kann und die mit ihrem Einfluss fast ganz Europa kontrollieren. Und das Ungewöhnliche ist, man hat noch nie von ihnen gehört. Es geht um eine Familie namens Wallenberg, die aus Schweden kommt. Familie Wallenberg hat etwas geschafft, was so in der Geschichte eigentlich einzigartig ist. Sie kontrollieren nämlich fast die gesamte Wirtschaft eines einzelnen Landes. Unfassbare 40% der gesamten schwedischen Industrie werden von den Wallenbergs durch Aufsichtsratposten und Firmenbeteiligungen kontrolliert. Damit ihr euch besser vorstellen könnt, was das bedeutet, in Schweden, was immerhin 10 Millionen Einwohner hat, hat eine einzige Familie das Sagen bei fast jedem zweiten Unternehmen. Doch damit nicht genug. Die Wallenbergs sind auch tief in der Politik des Landes verwurzelt, führen eine riesige Bank, die weltweit aktiv ist, und haben zudem bei vielen großen Firmen, die ihr alle kennt, in Deutschland und dem Rest von Europa ihre Finger im Spiel. Doch wie konnte es dazu kommen, dass eine einzige Familie so unglaublich viel Macht besitzt? Um das zu klären, müssen wir einen Blick in die Anfänge der Wallenbergs werfen. Der Stammbaum der Wallenbergs lässt sich sogar bis in das 17. Jahrhundert zurückverfolgen, denn schon damals brachte die Familie wichtige Personen hervor, unter anderem den Schriftsteller Jakob Wallenberg oder den Bischof Markus Wallenberg. Der kometenhafte Aufstieg der Wallenbergs zur mächtigsten Familie Europas begann aber im Jahr 1856, als André Oskar Wallenberg die erste private Geschäftsbank Schwedens gründete. Das heute unter dem Namen Skandinavische Privatbank bekannte Finanzunternehmen hat aktuell 17.000 Mitarbeiter und über 4 Millionen Kunden auf der ganzen Welt. Darunter sind auch mehr als 3.000 Großunternehmen, die ihre Finanzen den Wallenbergs anvertrauen. Mit dem Aufbau der Bank gelang es den Wallenbergs dann auch überall in der Politik und Wirtschaft wichtige Kontakte zu knüpfen. Schon Jakob Wallenbergs Sohn Knut Agathon Wallenberg war dann nicht mehr nur Bankier, sondern er wurde auch zum schwedischen Außenminister gewählt und führte das Land durch den Ersten Weltkrieg. Zudem kaufte er viel Land und baute dort mit Salsjöbaden ein eigenes Dorf, das schnell zu einem beliebten Wohnort wurde. Später war hier unter anderem sogar der frühere US-Außenminister Henry Kissinger zu Gast, um Verhandlungen mit den Wallenbergs zu führen. Knut Agathon Wallenberg tat außerdem noch eine Sache, die neben der Bankengründung seines Vaters den wichtigsten Grundstein für die heutige Macht der Wallenbergs darstellt. Er gründete nämlich mit seiner Frau die Knut und Alice Wallenberg Stiftung, deren Stiftungsvermögen heute bei über 5 Milliarden Euro liegt. Dank ihres vielen Geldes und ihrer hervorragenden Verbindungen in Wirtschaft und Politik bauten die Nachkommen der Wallenbergs ihre Macht dann immer weiter aus und schufen ein Imperium aus unzähligen Firmengruppen, das heute nur noch schwer zu durchschauen ist. Und das nicht nur in Schweden, sondern in ganz Europa und teilweise sogar weltweit agiert. Von den tausenden Unternehmen, die die Wallenbergs kontrollieren, wollen wir euch nun nur einmal beispielhaft ein paar nennen. Und wir versprechen, dass ihr überrascht sein werdet, denn tatsächlich werdet ihr gleich sehen, dass es eigentlich keinen Industriebereich gibt, in dem die Familie Wallenberg nicht aktiv ist. Unter anderem gehören zur Wallenberg-Unternehmensgruppe nämlich der deutsche Gartengerätehersteller Gardena mit 3.500 Mitarbeitern, die Svenska Kulagerfabriken, ein Konzern mit über 50.000 Angestellten, der unter anderem Rolls-Royce und die Formel 1 beliefert, sowie der Energiekonzern ABB, dessen Namen ihr vielleicht noch nie gehört habt, der aber tatsächlich der größte Arbeitgeber der Schweiz ist und weltweit über 100.000 Mitarbeiter hat. Auch der internationale Pharmakonzern AstraZeneca, ja, der mit dem gleichnamigen Impfstoff, der mehr als 44 Milliarden Euro Jahresumsatz macht und mit 83.000 Angestellten einer der größten Pharmakonzerne der Welt ist, oder der traditionsreiche Küchengerätehersteller Electrolux befinden sich in den Händen
Kanten der Wallenbergs, ebenso wie der in 180 Ländern aktive Internet- und Telefonanbieter Ericsson, den die Älteren unter euch noch durch die früher beliebten Sony Ericsson-Handys kennen dürften und der nun weltweit führend im Bereich 5G ist. Oder der Forst- und Gartengerätehersteller Husqvarna, der aktuell vor allem für seine Rasenmäher bekannt ist. Auch der Auto- und Flugzeugbauer Saab oder das Luftfahrtunternehmen Scandinavian Airlines, das jährlich fast 20 Millionen Fluggäste transportiert, gehören ebenfalls zur Wallenberg-Gruppe. Tatsächlich könnten wir diese Liste noch quasi endlos weiterführen. Doch um es kurz zu halten, nennen wir noch eine Beteiligung, die wohl alle anderen in den Schatten stellt. Denn den Wallenbergs gehören nicht nur skandinavische und europäische Unternehmen, sie haben auch einen großen Anteil an den reichsten Tech-Firmen der Welt, wie Apple, Google oder Amazon. Denn die Familie Wallenberg besitzt keine einzelnen Aktien der Firmen, sie besitzen, zumindest zum Teil, die gesamte Technikbörse, an der diese Aktien gehandelt werden. Nun habt ihr schon mal einen kleinen Einblick in das Unternehmensimperium der Wallenbergs bekommen. Neben all den Unternehmen, die den Wallenbergs gehören, sind sie zudem noch an unzähligen weiteren beteiligt oder haben Familienmitglieder, in deren Aufsichtsräten sitzen. Auch das Bankengeschäft der Wallenbergs läuft natürlich weiter. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass ihr in eurem Alltag täglich mit Produkten und Dienstleistungen konfrontiert seid, an denen die geheimnisvolle Familie aus Schweden kräftig mitverdient. Falls ihr euch jetzt fragt, warum wir die Wallenbergs als geheimnisvoll bezeichnen, auch wenn sich ihre unzähligen Firmen und Unternehmensbeteiligungen recherchieren lassen, bleibt die Familie als solche tatsächlich größtenteils im Hintergrund. Genau wie der Lidl-Gründer Dieter Schwarz, von dem es nicht einmal ein Foto gibt, ziehen auch die heute lebenden Wallenbergs es vor, ein Leben außerhalb der Öffentlichkeit zu führen. Aktuell sind es meist die Mitte 60-jährigen Familienmitglieder Markus Wallenberg, Jakob Wallenberg und Peter Wallenberg Junior, die öffentliche Termine wahrnehmen. Offiziell geben sie ihr Einkommen übrigens mit nur 250.000 Euro im Jahr an. Und zudem behaupteten sie auch schon in Interviews, dass sie nur 8 Millionen Euro besitzen. Doch tatsächlich ist der Reichtum, den die Familiendynastie innerhalb von 5 Generationen aufgebaut hat, unermesslich. Jakob Wallenberg besitzt unter anderem diese 300 Quadratmeter Villa am Stadtrand von Stockholm. Die Familie verfügt über riesige eigene Jagdreviere und fliegt für Kurzurlaube auch mal in die USA, wo sie besonders gerne dem Heli-Skiing nachgehen, also sich zum Skifahren mit einem Helikopter auf einen Berggipfel transportieren lassen. Ein anderer Grund dafür, warum die Wallenbergs euch vermutlich vorher kein Begriff waren, ist die Verschleierungsstrategie der Familie. Denn während Elon Musk, Jeff Bezos und Co. ständig mit ganz konkreten Vermögenszahlen in der Forbes-Liste stehen, so lässt sich das bei den Wallenbergs nicht so einfach bestimmen. Und das ist auch gewollt. So haben die Wallenbergs geschickt ein weltweites, undurchschaubares Netz an Unternehmen, Firmenbeteiligungen, Fondsgesellschaften und Stiftungen aufgebaut, zwischen denen sie dann Milliardenbeträge hin und her bewegen. Ihre eigenen Stiftungen helfen ihnen zudem dabei, Steuern zu sparen. Die Stiftungen sind so geschickt konstruiert, dass sie selbst in schlimmsten Wirtschaftskrisen und Kriegen nicht ins Straucheln kommen und dauerhaft Unsummen an Geld einnehmen. Tatsächlich hat ein schwedischer Journalist vor einigen Jahren versucht, das Familienvermögen mal genauer zu verfolgen und stellte dabei fest, dass die Wallenbergs schätzungsweise zwischen einigen 100 Milliarden bis hin zu 3 Billionen Euro an Gesamtvermögen besitzen. Im Gegensatz zu vielen anderen Superreichen, die für ihre Geheimniskrämerei und ihre Steuersparmodelle oft hart kritisiert werden, wird dies bei den Wallenbergs aber gesellschaftlich akzeptiert. Und das hat einen guten Grund. Die Familiendynastie schafft nicht nur für Millionen Menschen Arbeit, sondern ist auch für einen großen Anteil des wirtschaftlichen Erfolges ganzer Länder mitverantwortlich. Auch mit ihren Stiftungen tun sie tatsächlich viele gute Dinge. Alleine in Schweden investieren sie nämlich bis zu 100 Millionen Euro in Bildung und Forschung. Und das jedes Jahr. Zudem unterstützen die Wallenbergs auch wohltätige Projekte weltweit, mit denen sie beispielsweise für sauberes Trinkwasser für Menschen in armen Ländern sorgen. Ihr Ansehen ist
ist so hoch, dass zur Ehrung der Verdienste von Raoul Wallenberg, der im Zweiten Weltkrieg viele Menschenleben rettete, sogar der damalige US-Präsident Barack Obama persönlich nach Schweden reiste und eine Lobesrede auf ihn hielt, natürlich vor der gesamten Familie Wallenberg und auf Einladung dieser. Und so verwundert es kaum, dass die Politik der mächtigen Familie weitestgehend die Freiheit lässt, zu machen, was sie will. Innerhalb der Familie gibt es diese Freiheit übrigens nicht. Die Wallenbergs, die sich einmal im Jahr mit 70 Familienmitgliedern zum Dinner treffen, funktionieren als Dynastie nämlich nur so gut, weil sie enormen Druck auf die nachfolgenden Generationen ausüben. Mit großer Macht kommt große Verantwortung einher und von jedem Familienmitglied wird erwartet, die Ziele des Clans zu erreichen. In den 70er Jahren erschoss sich ein damals 47-jähriger Sohn sogar, weil er den enormen Druck durch seinen Vater nicht mehr aushielt. Der Ton untereinander soll bei den Wallenbergs generell rau sein und es ist Tradition, die Nachkommen um Spitzenpositionen in der Familie gegeneinander kämpfen zu lassen. Auch die aktuellen Familienoberhäupter Markus und Jakob standen jahrzehntelang im ständigen Kampf, bis sie sich endlich versöhnt haben. Trotzdem erwarten beide auch von ihren noch minderjährigen Kindern, dass diese sich ihre Positionen bei den Wallenbergs erkämpfen und sich dafür gegenseitig ausstechen. Wenn euch schon ein Leben der reichsten Familie Europas interessiert hat, dann seht euch auch mal unser Video über einen Tag im Leben der reichsten Familie der Welt an. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!